Auch die Karte, ne? Eigentlich kann ich effektiv nur einen Außenposten halten. Und du auch. Das wird ja interessant. Normalerweise hat man hier immer zwei oder drei Außenposten gehabt. Ja, warum ich Standardname 261 heiße, keine Ahnung. Das ist mir auch ein Rätsel. Warum ist der Hintergrund bei mir jetzt eingefroren? Das Bild im Hintergrund, das ist bei mir eingefroren. Jetzt halt die haben doch noch keine Teams, die Leute, oder? Weil bei uns steht 1 und bei denen steht nichts. Team 1, Team 2. Ach so, ja, stimmt. Wofür ist das 1? Ist das dann einfach, dass wir ein menschlicher Spieler sind, oder wie? Das ist das Level, glaube ich. Ach so. Wie kann es sein, dass du noch Level 1 bist? Na, ich spiele ja nie online. Ach so. Also doch einmal habe ich online gespielt. Siehst du? Warum bist du nicht abgelevelt? Ja, was soll ich dir sagen, ne? Warst du wieder zu schlecht? Das wird's wohl gewesen. Das wird's wohl gewesen sein. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Drücken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren. Na, das machen wir doch. Das ist schön, dann geht's ja endlich los. So, wer bin ich? Ach so. Wer bin ich? Okay, was hat man hier nochmal gemacht? Also als erstes. Na, Kaserne gebaut. Junge, der Außenposten ist ja direkt neben meiner Base. Der ist 3 Meter neben meiner Base. Und du bist auch direkt neben meiner Base. Ist doch gut. Ja. So, ich hab die schlafen. So, Haus, Kaserne, genau, Kaserne wird gebaut. Ich bin doch gerne mal Schildkrieger. Ja, die beste Taktik ist, wenn wir zu zweit oben langlaufen, oder? Und versuchen da ein bisschen was einzunehmen. Und hoffen, dass die KI unten das so ein bisschen halten kann. Ja, das ist halt so das Ding, ne? Wenn wir beide oben lang gehen, werden die wahrscheinlich unten ans Pushen. Oder die kämpfen oben gegen uns. Eins von beiden wird passieren. Ja, das ist mir klar. Was anderes geht ja auch nicht. Dass eins von den beiden passieren wird, das ist wohl sehr wahrscheinlich so. Was brauche ich hier? Holz. Genau, wie habe ich Holz nochmal bekommen? Von den Siedlungen, die du einnimmst. Ach so, stimmt, ja, genau. Aber man teilt sich, glaube ich, die Ressourcen im Team. Ja, das ist auch nice dann. Also wenn du da unten was einnimmst, dann kriegen alle die Ressourcen davon. Glaube ich. Die KI könnte, die KI hat das Potenzial, zwei Außenposten zu halten, und zwar C und D. Wird sie bloß wahrscheinlich nicht machen. Nee, die rennt stattdessen zu mir. Warum rennt die denn zu mir? Was willst du hier? Schicke Bauern 50 Mal zu einem Ressourcenpunkt zum Arbeiten, habe ich als Achievement bekommen. Perfekt. Perfekt. So. Ah, hier sind echt nicht viele Ressourcenpunkte. Ich weiß nicht, warum man hier in die Mitte gehen sollte. Nee, da ist ja gar nichts, ne? Nee. Da ist nichts. Also ich kann effektiv nur A halten eigentlich. Und du nur B. Weil an E wirst du nicht... Ansonsten wird das ja einfach nur eine Feldschlacht. Ja. Ready to fight. Ich brauch Tech-Stufe 2 für Bogenschützen, okay. Na gut. Mamba. Keep up the pace. Tech-Stufe 2, 50 Holz, okay. Ja, kann ich aber gleich machen. Mit dem nächsten Schub. Achso, nee, es gibt ja keine Schiebe. Ist ja in Sekunden hier. Look, that's the enemy. Was? Gegner? Achso, du! Der hat die Engländer. Junge, die KI geht sofort rein in die Olga. Der hat Engländer und der andere hat Slaven. Bei den Gegnern. Also zwei von denen zumindest. Was der dritte hat, weiß ich nicht. Soll ich zu dir kommen irgendwie und dir helfen? Ich glaube, das müsste ich eigentlich auch so schaffen. Ja, aber ich kann nichts anderes machen. Na doch, du könntest in der Mitte durchpushen. Da ist ja nichts in der Mitte. Ich kann entweder dir helfen oder der KI. Eins von beidem. Na, zu F meine ich. Ja, F ist aber... Das wird, glaube ich, nichts. F ist schon, also, da musste die KI gerade sich zurückziehen, weil das nicht geschafft hat, das einzunehmen. Ja gut, dann komm hier hoch, ich nehme jetzt eh ein. Ja, ich komme so ein bisschen zu dir.
So, Tech-Stufe 2. Zack. Mehr Dudes. Ich glaube, ich gehe auf Stelle. Hä? Achso. Juliet Warren! We've got to move! Was hat er gerade gesagt? Tag? Tag? Moin! Moin, Meister! Moin, Servus! Der greift da unten an. Ja, dessen bin ich mir sehr bewusst. Die KI verliert gleich ihren Helden, wenn das so weitergeht. Das ist nicht gut. Aber das ist mir egal. Warum? Was bist denn du für ein Mate? Ich möchte hier nur mit dir für immer in Frieden leben. Das geht nicht. Warum denn nicht? Oh shit, die KI hat C verloren. Okay, vielleicht sollten wir doch mal helfen. Ja, vielleicht wäre das gar nicht so schlecht. Warum verliert die denn da alles auf einmal? Wie scheiße ist die KI denn bitte? Warbeck, listen! Mann! Okay, ich kann jetzt eh nichts weiter bauen, dann gehen wir wohl einfach mal dahin. Naja, also wenn der C auch noch... Hier oben weiter Druck. Also, dass der C und D hat, ist schon wichtig. Sonst wird die KI zu schwach. Ja, der wird gerade komplett überrannt da. Ja, ja. Der braucht... berittene Bogenschützen. Der braucht Hilfe. Wir brauchen mehr Holz. Ja, Holz wäre schon... Also noch mehr Holz wäre schon sehr nice. Mehr Holz vor der Hütte. Und Kohle im Keller. That's the enemy. Alter, sind die langsam. Holy shit. Lauf doch mal schneller! Jo, die laufen zu mir in die Base fast schon durch. Alter, what the fuck? Hier ist ein Jäschner! Ja, Angriff. Den machst du, das ist nur ein Drop. Angriff, Angriff. Ja, da kommt... Naja. Ja. Oh, die rennen weg. Ah, nee, doch nicht. Der rennt auch weg hier. Schlachtet sie ab! Keine Gnade! Vielleicht kann ich ja C einnehmen jetzt. Statt der KI. Alter, was ist denn da los? Ich sehe da gar nicht mehr durch. Oh mein Gott, der greift mich an. Das ist jetzt schlecht. Tut er das? Ja. Das ist ja kein Problem, wir kommen ja jetzt. Dies tut er. Ich brauche mehr Häuser. Ja, das war auf jeden Fall ein Angriff, der nicht wirklich funktioniert hat. Aber wir müssen dem die... Der hat die Base hier eingenommen, ne? Wir müssen dem die wegnehmen. Ja, ja. Klar. Sonst hat er hier einfach eine Base. Oh, hier ist sein Held. Tötet den. Jawohl, ich habe seinen Held getötet. Du wirst auf E auch nicht angegriffen, ne? Das ist natürlich ganz praktisch. Jetzt kannst du zwei Außenposten halten. Ich ziehe mir jetzt, glaube ich, einfach C, wenn die KI es nicht gehalten kriegt. Das kannst du tun, ja. Der verliert sogar D auch noch gerade. Jetzt in die nächste Textstufe. So, wenn ich Stufen-Upgrade habe, was kann ich dann machen? Also, wo, irgendwas, Spezialisierung, ne, genau, ja. Offensive, Angriff ist die beste Verteidigung. So. Bei Helden kannst du eigentlich immer in Offensiv gehen. Ja, ich gehe so ziemlich bei allem immer in Offensiv, tatsächlich. Jetzt greifen die dich auf E an, pass auf. Ja. Ich habe da jetzt noch leider keine Mittel, um dagegen was groß zu machen, da oben. Hast du da keine Türme gebaut? Konnte ich nicht, hatte kein Holz. Ach so. Aber ist egal, holen wir zurück. Also.
Ach, der hat D verloren, dieser Lappen. Oh, hallo. Mehr Holz. Du gehst schon direkt rein in die gegnerische Hauptbase, oder was? Das ist nicht deren Hauptbase, das ist nur ein Vorposten. Ach so. Ja, stimmt, stimmt, genau, ja. Ich krieg minus 15 Holz dauerhaft, wie kann das denn sein? Hast du für ausgegeben wahrscheinlich. Für was? Oder baust gerade irgendwas. Achso, okay. Ja, ich baue gerade ein. Ich baue gerade einen Wachturm. Achso, okay, ich dachte, ich krieg jetzt immer minus 5. Und sobald der fertig ist, dann durfte es wieder gehen. Oh, da kommt hier. Enemy on the horizon! Archers! Move quickly! Eyes on the enemy! Ich helfe der KI hier mal ein bisschen. Hier unten beim Kämpfen. Oh, mein Held kriegt ordentlich auf den Sack. Ja, ich glaube, was du da machst, ist nicht so produktiv, dass du da direkt schon so krass reinpusht alleine. Use fire! Ah, ich zieh mich mal zurück. Also die KI greift gerade F an und das sogar sehr erfolgreich scheinbar. Hier helfe ich mal mit, vielleicht können wir F einnehmen. Okay, ich habe seine Fernkampftruppen gerade alle ausgelöscht. Ja, wir nehmen F ein. Ja, perfekt. Also jetzt dominieren wir, glaube ich, richtig. Das sieht ja schon sehr schmackhaft aus. Ach, jetzt hat die KI aber das Ding hier eingenommen. Okay, egal. Wenn wir uns alle hier versammeln, können wir, glaube ich, schon einen von denen ausschalten. Na, ich muss jetzt erstmal meine Truppen healen gleich. Die sind alle schon ein bisschen angekratzt. Junge, wie viele Einheiten wir hier einfach haben. Keep your eyes open! There they are! Rein in Olga! Helf mal mit deinem Berittenen bitte aus. Sonst fickt er mich hier gleich wirklich. Achso, das sind berittene Bogenschützen, die schießen schon. Ja, ja. Oh shit. Okay, okay, ich muss jetzt hier aufpassen. Alter, das sind aber echt viele. Der Feind hat sehr viele Truppen. Ah,
Regenerieren die vielleicht in der Hauptbase? Meine Truppen regenerieren irgendwie nicht. Lazarett und wieder aufstocken und so, hast du alles gemacht? Ja, ja, geht bei den Beritten irgendwie nicht. Oh shit, ich muss mich mal vielleicht ein bisschen zurückziehen jetzt hier gerade. Das geht ja doch. Ach, mein Held ist tot, oder was? Das ist scheiße. Ja, hier geht ja richtig die Post ab auf F. Der baut leider auch keine Türme oder sowas, um uns hier so ein bisschen zu supporten mit der Verteidigung. Ah ja, in der Hauptbase regenerieren die. Ich muss meine Truppen jetzt auch mal kurz von der Front abziehen. Ja, wir haben die aber, also wir haben die gleich hier zurückgeschlagen. Das war eigentlich ganz gutes Teamwork. Nein, 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 nicht hinterherlaufen. Zurück, zurück, zurück. So, dann können wir eigentlich gleich H einnehmen. Ja, warte noch kurz. Leute hier sind. Ja, meine ich kann auch noch ein paar Leute. Alter, ich habe total viele Leute, die noch nicht da sind. Ja, ich muss die auch erstmal alle noch hierher schicken. Ich hole auch noch mehr Kavallerie. Ich glaube, Schnelligkeit ist gar nicht so schlecht, wenn einer von uns drauf geht. Ja, ich habe auch jetzt, also ich habe eine Kavallerie jetzt auch ausgebildet. Dann mache ich nicht noch mehr, wenn du die gerade schon machst. Dann geh du mal lieber eher auf Infanterie. Weil ich gehe jetzt größtenteils auf Kavallerie. Ja, ich habe nur ein Kavallerie-Dings gemacht, dann ab jetzt Infanterie. Aber ich bin beim 10 von 10, ne? Ich kann das auch nicht mehr erweitern jetzt. Nee, jetzt. Ist auch Einheiten-Cap dann. Kann ich die überhaupt noch alle mit in den Shortcut nehmen? Ja, okay, das scheint zu gehen. Aber hier in so einer Engstelle ist scheiße für meine Kavallerie. Ja, warte, warte, warte. Wenn wir alle aber... Ich helfe mit. Der hat hier auf jeden Fall, der hat keine Chance gegen uns alle. Hier hilft gerade jeder von uns dreien mit. Schmiede, ja genau, machen wir gleich ein paar Upgrades hier. So, jetzt können wir H einnehmen, oder? Ich glaube, jetzt haben wir die Kraft dafür. Junge, das ist ein Gemetzel. Keine Nahrung mehr übrig? Oh shit! Wie kriege ich mehr Nahrung rein? Du hast zu viele Truppen dann wahrscheinlich. Ich habe 10 von 10 und keine einzige mehr. Ja, das ist dann schon zu viel, wenn du nicht genug Nahrungsgebäude hast. Naja, ich kann halt nicht noch mehr bauen, ne? Ne, du kriegst die ja durch die Eroberung. Ja, aber ich. Ja, ich muss jetzt. Also diesen Außenposten bräuchte ich jetzt. Ich weiß nicht nach welcher. Also wer den jetzt kriegt quasi. Teilen wir ja eh. Ja gut, stimmt, okay. Ja, also ich bin bei minus 31 Nahrung, dadurch ist die Moral meiner Einheiten jetzt halt im Arsch. Aber egal. Die Fernkampftruppen sind tot. Wir dürften so in der Überzahl sein, dass das trotzdem reicht, hoffentlich. Ich charge da rein. Der hat hier halt ganz schön viele Türme in der Gegend. Ja, wir nehmen es trotzdem. Oh, die KI nimmt es schon wieder ein. Okay, egal. Minus 19 noch. Okay, passt. Erstmal wieder. Erstmal wieder Truppen aller Lazarett und aufstocken. Wir könnten jetzt versuchen, die KI komplett auszuschalten, ne? Also die eine KI, die halt H hatte. Also die mittlere von denen sozusagen. Würde uns auf jeden Fall helfen. Hä, der Schützenturm schießt immer noch auf uns, obwohl wir den Sektor haben? Ja, das ist nicht von dem, das ist von der Base, glaube ich. Ach so, okay. Ja, den müssen wir zerstören, sonst sind wir hier die ganze Zeit, wenn wir hier chillen, unter Beschuss. Oh shit, mein Held ist gleich down. Okay, mein Held ist gefallen.
Konnte ich den irgendwie wiederbeleben? Glaub nicht. Ja, das ist natürlich. Aber lass mal, meiner ist auch tot. Okay. Oh Gott, hier sind viele Gegner. So, ich komme jetzt mit der Kavallerie gleich wieder. Ah, hier ist ganz schön was los, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, hier muss ich auch schon Level 2 Rüstung. Hier muss ich mich zurückziehen. Oh, dann ziehe ich mich aber auch zurück. Die löschen gerade meine ganzen Dudes aus. Ach du Scheiße. Ja, ich brauche unbedingt positiv Nahrung, sonst sind meine Truppen halt scheiße, weil die schlechte Moral haben. Aber ich kann halt nichts machen, weil ich nichts mehr einnehmen kann gerade. Greift an da jetzt! Ja, die halten da jetzt halt die Engste, da kann ich mit der Kavallerie nicht reinchargen. Vor allem nicht, wenn da Speerträger sind. Ja, da sind auch viel zu viele Gegner. Da kommen wir sowieso nicht mehr gegen an gerade. Oh nein, die sind durchgelaufen. Scheiße. Das wollte ich nicht. Ihr sollt nicht da reinrennen. Hä? Ja? Netzwerkfehler. Der Horst hat das Spiel verlassen. Was ist denn jetzt los? Hä? Hier steht gerade, die Online-Server sind nicht verfügbar. Bro, what the fuck? Niederlage? Alter, wir waren noch nicht fertig. Wir hätten das gewonnen, okay? Was soll der Shit? Junge, was war das denn jetzt? Das ist ja richtig Arsch, Alter. Ja, aber warum denn? Ja, weil ja, der Mehrspieler-Server sind einfach down jetzt. Warum? Junge, wir spielen einmal im Jahr Ancestors Legacy und dann müssen die Server down sein. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Ah, das ist ja Schmutz schon wieder. Ist das Trash? Warum denn gerade jetzt?